Ende Oktober hat der Tischfußballbund die Staatsmeisterschaft in Wels ausgetragen. Und dabei sind in 3 Tagen ganze 15 Sieger gekürt worden. Und gleichzeitig hat es auch Tickets für die Weltmeisterschaft 2022 in Nantes gegeben. Und einer dieser erfolgreichen Athleten ist heute bei uns im KRONE TV Sportstudio. Damit hallo und herzlich willkommen. Jakob Heinrichsberger war sehr, sehr erfolgreich, gleich 4-mal ins Halbfinale gekommen und einen Titel abgestaubt. Servus. Servus, hallo. Ich lese das Ganze mal vor, bevor ich mich dann noch verlese. Herren-Klassik-Doppel-Staatsmeister, dann Silber im Herren-Doppel und dann 2 vierte Plätze im Mix-Doppel sowie im Herren-Einzel. Ich glaube, ich brauche gar nicht fragen, ob du zufrieden bist mit der Ausbeute. Auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, dass ich zufrieden bin. Natürlich, wenn man im Finale gestanden ist, auch im Doppel der Königsdisziplin, möchte man das auch gewinnen. Ist auch in den 5. Satz gegangen, aber im Großen und Ganzen kann ich mich echt überhaupt nicht beschweren. Mhm. Hat man da irgendwo einen Fokus auf eine gewisse Disziplin gelegt oder hast du dir gedacht, wenn ich schon mal so weit bin, kann ich mich nicht auf eins konzentrieren? Also ich bin interessanterweise in diese Staatsmeisterschaft ohne irgendwelche Erwartungen reingegangen, weil ich einfach nicht besonders viel trainiert haben können direkt davor. Aber vielleicht war das auch was den Kopf einfach freigemacht hat und das hat dann sehr geholfen. Und gleich am ersten Tag hat es sich aber super angefühlt, am Tisch zu stehen. Das Gefühl war da und das Klassik-Doppel, das ich auch gewonnen habe, habe ich mit meinem langjährigen Doppelpartner spielen können und deswegen ist da natürlich schon noch ein Fokus drauf gelegen. Ich würde vorschlagen, wir schauen uns vielleicht ein, zwei Szenen aus diesem Finale an, starten vielleicht mal mit dem Satzball zum 2:0. Da sieht man euch beide dann auch in Action. Vielleicht gibst du uns auch einen Einblick in die Geschehnisse. Wie sehr kribbelt es da, wie nervös ist man in so einem Endspiel? Also das war gegen den Andreas und den Wolfgang Breuer, gegen die haben wir auch schon in der Qualifikation gespielt. Und man sieht auch am Spielstand 4:1, da geht's. Also wenn es 4:1 steht, kann man relativ ohne Druck aufspielen. Mhm. Sobald das eben nicht in diese 2-Tore-Führung geht, die man eben gern sieht, so wie in anderen Sportarten auch, da ist es schon so, dass dann die Hand manchmal ein bisschen zittrig wird. Mhm. Den Matchball haben wir auch noch auf Lager, den werden wir uns auch gleich gemeinsam anschauen. Beim Tennis oder generell bei Rückschlagsportarten sagt man auch immer wieder, der letzte Punkt ist immer der schwierigste. War das aufgrund der Eindeutigkeit in dem Finale nicht gegeben oder also, merkt man schon, es ist ein bisschen was anderes? Ja, man muss dazu sagen, also ich habe den ganzen Tag auf meiner Stürmerreihe, auf der Dreierreihe extrem gut gescored. Das heißt, ich habe da einfach überhaupt keine Bedenken gehabt. Und mein Doppelpartner, der Sascha Gauchet, schöne Grüße hier, der hat das ganze Partie auch sehr, sehr gut gespielt. Und im Klassik-Doppel ist es so, dass der Ball in der Verteidigerzone ins Spiel gebracht wird. Und da habe ich mich einfach super gefühlt, wenn er den Ball hinten gehabt hat. Also ich habe da überhaupt keine Bedenken gehabt. Okay, also er ist auf jeden Fall der kongeniale Partner auch für die Weltmeisterschaft in Nantes, die man schon ein bisschen im Hinterkopf hat, oder ist der Zeitraum noch zu lange? Also man hat es natürlich im Hinterkopf, man will sich qualifizieren, aber es dauert schon noch eine Weile. Und wir haben auch bei der letzten Weltmeisterschaft in Murcia schon gemeinsam, also in Murcia, Spanien, schon gemeinsam gespielt, sind, glaube ich, als erfolgreichstes österreichisches Doppel 9. geworden. Und ja, also wir wollen da schon noch was reißen. Sehr gut. Dann kommen wir vielleicht zu den Rahmenbedingungen. So ein Turnier, das auch zur Corona-Pandemie ausgetragen wurde. Du bist selber einer, der organisatorisch sehr viel mitwirkt. Du hast nicht nur das Logo mitentwickelt, sondern natürlich auch im Hintergrund kräftig mitgearbeitet. Wie groß ist die Community? Wie war das Event? Wie viele waren vielleicht auch über Twitch dabei? Also es ist so, dass es war ja geplant, dass es über Twitch ausgestrahlt wird. Das sollten eigentlich die deutschen Kollegen machen, weil die haben einen recht erfolgreichen Twitch-Account und auch eine Kooperation mit Twitch. Es ist in letzter Sekunde dann aber so gekommen, dass das eben abgeblasen werden musste, weil es gab einfach technische Probleme. Und wir haben es dann auf YouTube über unseren eigenen Kanal ausgestrahlt und ich habe da extrem viel vorbereiten müssen, unter Anführungszeichen, weil ich da der Technikbeauftragte bin. Ja, die Community. Also ich würde sagen, sie ist jetzt nicht riesig, sie ist aber auch nicht sehr, sehr klein. Bei der Staatsmeisterschaft war es diesmal so, dass es relativ strikte Qualifikationskriterien gab. Also man konnte sich über die Turniere übers Jahr qualifizieren oder eben über die Landesmeisterschaften. Ich habe mich eigentlich durchgehend über die Landesmeisterschaften qualifiziert. Also bin auch in 3 Bewerben Landesmeister geworden. Im 4. Bewerb im Königsdisziplin im Doppel leider nicht, da habe ich mit meinem Partner im Halbfinale verloren. Es hat mich aber dann ein Kollege aus der Steiermark angesprochen, der über die Rangliste qualifiziert war, ob ich nicht mit ihm spielen will. Und ja, das hat auch super funktioniert. Ich würd sagen, es war extrem schwierig bei dieser Staatsmeisterschaft, weil wir reden da von 18 qualifizierten Doppel und auch 18 qualifizierten Einzel. Und davon sind nur 6 ins Halbfinale oder ins Viertelfinale aufgestiegen. Also die ersten 2 direkt ins Halbfinale und die anderen ins Viertelfinale. Das heißt, es war schon richtig schwierig, weil jeder, der dort vor Ort war, der konnte auch schon richtig gut spielen. Also das ist jetzt
von der Qualität, die da war, schon sehr hoch anzusiedeln. Bedeutet wahrscheinlich auch mentale Konzentration über 3 Tage. Gib uns auch einen Einblick, wie viele Stunden hast du in diesen 3 Tagen am Tisch verbracht, wenn du schon in 4 Kategorien bis ins Halbfinale kommst? Also ich sage mal so 6-7 Stunden pro Tag sind schon drin? 6-7 Stunden pro Tag ist wahrscheinlich ein bisschen zu viel. Also wenn ich jetzt denke, im Doppel gab es 5 Qualifikationsrunden mit einem Best of 3. Also zur Erklärung, das ist in Sätzen aufgeteilt, Tischfußball. Und in der Qualifikation ist es Best of 3 und in der Hauptrunde ist es dann Best of 5. Ich glaube, das, was wirklich schwierig ist, ist, in der Qualifikation hat man die Spiele direkt nacheinander. Das heißt, da hält man dann über doch 4 Stunden, 4,5 Stunden die Konzentration sehr hoch. Man muss sie natürlich auch zwischen den Spielen möglichst hoch halten, darf da nicht abfallen. Und in der K.O.-Runde ist es dann, ja, also wenn man Viertelfinale auch spielen muss, also wenn man sich nicht direkt fürs Halbfinale qualifiziert hat, würde ich sagen, 6 Stunden kommt schon hin. Jetzt hast du mir im Vorfeld auch erzählt, eine Partie dauert zwischen 15 und 50 Minuten. Ich glaube, jeder Hobby-Wutzler, der dann vielleicht einmal im Lokal eine Partie anreist, die ist nach 5 Minuten beendet, weil wahrscheinlich beide Seiten zu schwach in der Defensive sind. Aber was fordert das einem Athleten ab oder inwiefern kann man sich auch darauf vorbereiten, dass eine gewisse Belastung entsteht, die dafür sorgen könnte, dass die sportliche Leistung darunter leidet? Also gerade beim Training, also wenn man sich auf ein Turnier vorbereitet oder wenn man sich eben auf ein Format vorbereitet, in dem man länger am Tisch steht, ist es einfach ganz wichtig, dass man das über mehrere Stunden macht. Dass man da auch mehrere Best of Threes, mehrere Best of Fives hintereinander spielt, weil das ist wirklich ein großes Problem. Wenn man dann, bei anderen Turnieren gibt es die Option, dass man eben wirklich 5-6 Runden gewinnen muss, um ein Turnier zu gewinnen. Und wie gesagt, 50 Minuten ist jetzt keine Seltenheit. Ich glaube, das Herren-Doppelfinale hat ungefähr 50 Minuten gedauert. War eine 5-Satz-Partie. Und da die Konzentration dann noch hochzuhalten im letzten Satz, das ist einfach richtig schwierig. Ich würde vielleicht das Equipment kurz dazu nehmen. Du hast nämlich ein Band mitgebracht, genau, das ähnlich wie beim Tennis dem Griffband ähnelt, aber doch ein bisschen anders konzipiert ist. Also das sind Master Wraps, das sind meine favorisierten Bänder. Es gibt auch noch ein paar andere Hersteller, die das herstellen. Das sind eben Bänder, die man um die Griffe wickelt. Und manchmal auch übers Handgelenk. Also da gibt's, es gibt eine spezielle Schusstechnik, wo man eben den Griff hier am Handgelenk auflegt und den Schuss eigentlich so ausführt, dass man die Stange einmal um 360 Grad dreht. Das darf man auch. Also beim normalen Bewerb darf man die Stange um 360 Grad vor und nach der Ballberührung drehen. Und das ist ein Schuss, der sich im Prinzip fast überall durchgesetzt hat, weil man hat da keine Ausholbewegung. Das heißt, dadurch, dass es eine ganze Umdrehung ist, kann man den einfach sehr schnell antragen. Ja, und die Bänder sind einfach deswegen wichtig, weil also jeder, der glaubt, das ist nicht anstrengend. Also ich schwitze sehr viel beim Tischfußball und ich brauche wirklich die Bänder spätestens ab Ende, Mitte, Ende, erster Satz, damit ich einfach den richtigen Grip habe. Gibt es Spieler, die bewusst darauf verzichten, weil sie sagen, das nervt sie vielleicht auch, wenn sie so ein Band am Armgelenk haben? Also es gibt schon Spieler, die ohne Band spielen, vermehrt in anderen Ländern, vermehrt zum Beispiel in Deutschland, weil da die Griffe bei uns sind, sie ja so eine Holz-Kunststoff-Kombination. Also da verzichtet eigentlich so gut wie niemand auf die Bänder, weil das schon sehr schnell rutschig wird. In Deutschland sind das Kunststoffgriffe und es gibt einfach Spieler, die schwitzen anscheinend nicht auf den Händen. Ich kann es mir nicht ganz erklären, aber es soll es geben. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, also sicher 90% der Spieler wickeln ein Griffband auf den Tisch oder eben auch andere Utensilien. Also es gibt auch Spieler, die spielen mit Handschuhen und haben dann einen speziellen Griffgummi, der für Grip sorgt. Aber in irgendeiner Art und Weise etwas, das für Grip sorgt, ist schon relativ normal. Die Bälle hast du auch mitgebracht und 2 unterschiedliche Exemplare, einmal österreichisch, einmal deutsch. Also es ist ja so, dass es unterschiedliche Tische gibt, auf denen gespielt wird. Ja. Das hier ist der Ball, der in Österreich gespielt wird. Ich habe da jetzt leider einen sehr abgenutzten mitgenommen. Ist auch ein bisschen ein Problem bei dem Ball, dass er sich sehr, sehr schnell abnutzt. Aber es ist auch die heutige Generation eher. Die früheren Bälle waren nicht so schnell abgenutzt. Hast du nämlich auch gesagt, die Kosten der heutigen Bälle sind relativ hoch dafür, dass die Abnutzung genau, also so schnell... Genau, also der TFBÖ arbeitet da mit Galando, das ist der Hersteller vom österreichischen Tisch im Moment, an einer Lösung für das Problem. Die Bälle sind wirklich suboptimal, weil innerhalb eines Best of Fives der Abfall von dem Ball schon so groß sein kann, dass es, also ich kann es ja sagen, beim Herren-Doppelfinale haben wir tatsächlich in jedem Satz einen neuen Ball verwendet und das ist einfach bei Kosten von 3,50 Euro pro Ball. Also wenn man dann mehr für die Bälle ausgibt als für alles andere rundherum beim Turnier, dann ist es, glaube ich, nicht der richtige Weg. Und es gab in der Vergangenheit schon auch Bälle, die gut waren und die deutlich länger gehalten haben. Aber jetzt kennen wir auch diese Diskussion aus dem Fußballsport, wo sich die Flugeigenschaften von einem Ball verändern. Gibt es da auch ähnliche Äußerungen seitens der professionellen Spieler, dass sie sagen, der Ball ist eigentlich ein Pfusch? Also es ist spannend, dass du das Thema so dezidiert ansprichst, weil es gibt tatsächlich die Balldiskussion in Österreich,
ist im Moment riesig. Auch der vermeintlich beste Spieler Österreichs hat quasi schon bekannt gegeben, dass wenn dieser Ball bleibt, dass er in Österreich keine Turniere mehr spielen will. Aus Protest, weil einfach der Ball wirklich so schlecht ist. Und ich sehe das im Prinzip auch so, dass mit diesem Ball die Professionalität des Spiels ein bisschen leidet. Mhm. Jetzt hast du diese unterschiedlichen Tische auch schon angesprochen. Im Vorfeld haben wir ein bisschen geplaudert, aber damit sich vielleicht auch der Zuschauer darunter was vorstellen kann. Warum gibt es unterschiedliche Tische? Warum kann jede Nation frei entscheiden, welche Parameter der Tisch hat oder Oberflächenbeschaffenheit, whatever? Na gut, es gibt einen Dachverband und der Dachverband hat, ich glaube, im Moment 5 Tische als offizielle Turniertische freigegeben. Dann gibt es noch ein paar Recognized Tables, die quasi am Sprung sind. Aber es gibt im Prinzip 5 unterschiedliche Tische und das liegt einfach in der Historie. Also die sind einfach gebaut worden und die werden seit Jahrzehnten in den diversen Ländern gespielt. Also in Österreich ist es eindeutig der Galando. Das ist auch der Tisch, den man in jedem Wirtshaus, in jedem Pub vorfindet. In Deutschland ist es im Moment der Leonhard, der stärkste Tisch, wobei es da einen zweiten Tisch auch noch gibt, der gespielt wird. In Frankreich zum Beispiel, der Tisch heißt Bonzini, in den USA, der heißt Tornado, und diese Tische haben komplett unterschiedliche Eigenschaften. Also ich kann von mir sagen, ich als schon guter Spieler, wie ich das erste Mal auf dem französischen Tisch gespielt habe, auf dem Bonzini, weil der einfach wirklich komplett anders zu spielen ist, bin ich mir wirklich wie ein Anfänger vorgekommen. Das heißt, bei der WM in Nantes erwartet dich genau dieses Exemplar? Ja, aber ich habe mittlerweile meinen Frieden geschlossen mit diesem Tisch. Also ich würde sagen, ich habe für die Champions League vor, ich glaube, 5 Jahren sehr, sehr viel auf dem Tisch trainiert. Gibt übrigens im 17. Bezirk im Bowling Center, das ist ein Bowling Center in der Behemgasse, gibt es ein ITSF Training Center, wo diese Tische auch alle zur Verfügung stehen, wo man auch drauf trainieren kann. Was zeichnet diesen französischen Tisch aus? Oder was ist der Unterschied? Warum kamst du nicht zurecht am Anfang? Also ich glaube, was einem als erstes optisch auffällt, ist, dass dieser Tisch einfach, man kennt das ja bei den Tischfußballtischen, die Stangen gehen auf der anderen Seite vom Tisch wieder raus aus dem Tisch. Das ist bei diesem Tisch nicht so. Der hat Teleskopstangen, das heißt, die fahren quasi ein und aus. Und die Männer sind, also die Figuren sind aus Metall gegossen und haben einfach einen unglaublich komischen Schwerpunkt. Mhm. Und durch diesen unglaublich komischen Schwerpunkt sind einige Schusstechniken, die man halt gewohnt ist vom österreichischen Tisch, vom Galando, sind einfach entweder nicht möglich oder man muss sie sehr stark adaptieren. Mhm. Könntest du dir jetzt vorstellen, bei der Weltmeisterschaft mit einem Partner zu schaffen, nachdem es auf nationaler Ebene jetzt mal so gut geklappt hat? Habt ihr schon darüber geplaudert, wie diese etwas speziellere Vorbereitung im Juli dann aussehen könnte, bevor das Turnier startet? Also wir werden sehr, sehr wahrscheinlich nächstes Jahr, insofern es die Corona-Situation zulässt, auf viele Turniere fahren. Das haben wir eigentlich genau, bevor Corona losgegangen ist, auch schon vorgehabt. Wollten auch international? International, mhm. Genau. Also es gibt ja einige Turniere international, die wir regelmäßig aufsuchen. Zum Beispiel ein Turnier in Prag, das eben auf dem deutschen Tisch, wo dieser Ball hier der offizielle Spielball ist, ausgetragen wird. Wir waren auch heuer auf dem größten Turnier auf diesem Tisch. Aber wir hatten schon den Plan, dass wir eben auch die Bonzini World Series Tour, das Bonzini World Series Tour Event auch besuchen wollen, das glaube ich auch in Nantes stattfindet. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es ist auch in Nantes. Und einfach da Erfahrung sammeln, weil im Endeffekt irgendwann im Raster kommt dann dieses Bonzini-Team oder dann kommt dann dieses Tornado-Team. Das ist eigentlich auch ein Tisch, den ich extrem mag. Aber die Amerikaner sind halt schon richtig gut drauf. Mhm. Aber was ist realistisch bei diesem Turnier? Naja, ich sage mal so, wir sind beim letzten Mal sind wir 9. geworden und haben im Prinzip auf unserem eigenen Tisch verloren und haben eigentlich auf dem deutschen Tisch besser gespielt als auf unserem eigenen Tisch. Also da ist natürlich alles drinnen. Das hängt ein bisschen von der Auslosung ab, das hängt auch ein bisschen von der Tagesverfassung ab und das hängt auch ein bisschen davon ab, wie einem der Gegner liegt. Aber Rot-Weiß-Rot ist bei dieser Weltmeisterschaft durchaus vertreten, auch mit einer realistischen Medaillenchance in deinen Augen. Also wäre es ein Wunder, wenn Österreich keine Medaille holen würde? Also ein Wunder wäre es nicht, wenn Österreich keine Medaille holen würde. Aber man muss schon dazu sagen, dass Österreich im Tischfußball schon eine von den Weltmächten ist. Also wir waren 2006 beim ersten, da gibt es auch einen Nationen-Event dort, und der war 2006, wurde der das erste Mal in Hamburg ausgetragen und den hat Österreich gewonnen. Mhm. Ja. Der Kevin Hunsdorfer, einer der besten Spieler, wenn nicht der beste Spieler in Österreich, der hat den Einzelbewerb dort schon gewonnen. Die Marina Tabakovic und die Sophie Jobstmann sind bei der letzten Austragung sich im Finale gegenübergestanden bei den Damen. Ja. Also es ist, Junioren sind wir sowieso immer ein ganz heißer Kandidat. Also da auch großen Dank an den Thomas Wagner aus dem Billachtal, der da einfach unglaubliche Junioren herausgebracht hat. Das ist jetzt ein 14-jähriger Staatsmeister. Ne. Also wir haben bei den Herren einen 14-Jährigen, der Staatsmeister geworden ist, der wirklich extrem gut spielt. Mhm.
Und also es wäre jetzt nicht eine Sensation, wenn wir keine Medaille holen, aber es wäre jetzt auch nicht unerwartet, wenn das passiert, wenn Österreich da auch zumindest in einem Bewerb zuschlägt. Mhm. Neben dieser Weltmeisterschaft hast du mich auch darüber aufgeklärt, dass es unterschiedliche Kategorien auf europäischer oder weltweiter Ebene gibt, die World Series, Masters und Pro Tour Turniere. Wie groß ist denn der Sprung da rein? Beim Tennis sagt man immer davon, man muss wahrscheinlich unter den Top 200 sein, dass man zumindest ein bisschen mitreden kann bei diversen Turnieren. Wie ist da beim Tischfußball? Ist das breiter gefächert? Kann man da einfach mal mitmachen und schauen? Also man muss das ein bisschen unterscheiden. Es gibt auch auf der einen Seite gibt's eben die nur lokalen Spieler, die jetzt auch nur auf einem Tisch spielen. Und die müssen jetzt nicht unter den Top 200 in der Weltrangliste sein, um mal einen großen Erfolg zu feiern, um mal bei einem Turnier im eigenen Land ein gutes Resultat zu erzielen. Aber wenn man da wirklich an verschiedenen Turnieren, verschiedenen Tischen gut sein will, dann, also Top 100 reicht schon fast nicht. Also Top 50, da spielt sich schon ab. Das sind schon dann die besten Spieler, die dann auch immer gefährlich sein können. Wir fragen jetzt sicher nicht den Kontostand ab, aber kann man vom Tischfußball leben als Profi? Je nachdem, welche Sponsoren man im Hintergrund hat, oder ist es eher schwierig und bleibt ein Hobby? Also damit es jetzt nicht ganz blöd ausschaut, würde ich sagen, es gibt in den USA vielleicht ein, zwei, die davon leben können. Aber im Endeffekt ist man eigentlich bei den Turnieren schon eher froh, wenn es kostendeckend ist für die Reisen. Also wenn ich jetzt zu einem Turnier nach Prag fahre, muss ich schon gut ins Geld kommen, damit meine Reisekosten gedeckt sind. Und leben davon in Europa? Nein. Von Alter her würde mich jetzt noch abschließend interessieren, wie sieht es aus? Also wann beginnt ein durchschnittlicher Wutzler und gibt es Pensionisten auch im Alter von 70 Jahren, die noch mit konkurrieren? Kann ich Beispiele nennen. Also es gibt eben den Stefan Burmettler, der jetzt bei den Herren Staatsmeister geworden ist. Der ist jetzt 14 und ich glaube, der spielt seit 7 Jahren. Also angefertigt so kleine Stützen, damit sie ein bisschen höher stehen können, damit sie früher auch schon mitspielen können, weil sie einfach zu klein sind für den Tisch. Und dann gibt es noch den Laurin Breuer, der immer noch mit so etwas spielt, der auch sehr erfolgreich ist mittlerweile und ein sehr guter Spieler. Ich glaube, 4, 5, 6, 7 in der Richtung kann man anfangen mit dem Tischfußball. Hat sich auch ein bisschen verändert, weil es ist ein bisschen aus diesem Pappleben rausgegangen und ein bisschen mehr zu den Vereinen gegangen. Und wenn das Ganze dann in ein Vereinsleben integriert ist, hat man, glaube ich, als Elternteil auch ein besseres Gefühl, dann den Sohnemann oder die Tochter einmal beim Tischfußball ausprobieren zu lassen. Und vom Alter her, ja, also es gibt generell Seniorenbewerbe, ab 50 kann man Seniorenbewerbe spielen, aber es gibt auch immer noch Spieler, die eigentlich schon Seniorenbewerb spielen könnten, die aber in den offenen Bewerben auch immer wieder vorne zu finden sind. Da fällt mir jetzt ein ich glaube Belgier ist er, der Giuliano Bentivoglio ein, seitdem ich die Fußball spiele, und das ist seit 17 Jahren mittlerweile, den sieht man immer wieder auf einem Turnier und der ist auch immer wieder vorne dabei. Gefühlt hat er auch sein Aussehen einfach nicht verändert. Also ich glaube, da kann man mit Routine dann schon relativ viel wettmachen. Natürlich ist die Reaktionsfähigkeit irgendwann dann einfach auch schon ein bisschen schlechter als bei den ganz Jungen. Gut, also im erhöhten Alter dann durchaus Defizite, die sich dann auch im Spiel zeigen. Abschließend oder wirklich abschließend jetzt noch der aktuelle Erfolg in der Champions League. Die österreichischen Damen haben sich den Titel gekrallt und die Männer sind Zweiter geworden. Das unterstreicht auch wieder, dass Österreich ernst zu nehmen ist auf einer professionellen Tischfußball-Ebene. Genau, das sind die Hotshots Graz, die sind in Rom war das, die Champions League, haben die den Titel geholt. Ich glaube, das sind alle Spielerinnen, bis auf eine auch Österreicherinnen. Also die haben eine deutsche Legionärin quasi, die Maura Pormann, die spielt für die Hotshots in Graz. Und das TFC Pillachtal, das vor ganz langer Zeit war ich auch einmal bei diesem Verein. Dort spielt auch eben der Stefan Burmettler und sein Bruder. Und die sind erst im Finale von Kopenhagen gestoppt worden, auf Bonzini. Also die haben eben genau diesen Vorteil, den man mit diesem Tisch hat, der so ganz anders zu spielen ist, den haben sie ganz gut ausnutzen können. Und sie haben halt auch auf Galando gut gespielt. Mhm. Abschließend noch zur WM 2022. Von 28. Juni bis 3. Juli geht es in Nantes über die Bühne. Mit welchem Ergebnis wärst du zufrieden? Ab wann würdest du sagen, es hat sich gelohnt, dorthin zu fahren? Ja, erster natürlich. Also es zählt eigentlich nur der Sieg. Ja, also ich meine, natürlich ist man im Nachhinein mit einem anderen Ergebnis auch zufrieden, aber ich glaube, wenn man das Ganze sportlich sieht, dann muss man da auch mit dem ersten Platz anvisieren. Also anders geht es nicht. Also, der Ehrgeiz muss da schon stimmen.
Jakob, besten Dank für deine Stellungnahme. Netter Einblick in eine Sportart, die wahrscheinlich die meisten nur aus Hobby, Freizeit oder Barvergnügen kennen. Das war also der Krone Sport Talk mit jenem Mann, der Staatsmeister wurde im Herren-Klassik-Doppel, Vizestaatsmeister im Herren-Doppel und dann noch 2 vierte Plätze im Mix-Doppel und im Herren-Einzel abgestaubt hat. Also à la Bonheur, das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen. Das war der Krone TV Talk für diese Woche. Würde mich freuen, wenn Sie bald wieder dabei sind und bald wieder einschalten. Bis bald. Boom, 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 boom.